Hallo, ich bin Dennis Westermann vom CubeTrap Tonstudio in Oldenburg und heute mal wieder ein tolles Video zum Thema Tontechnik, Tontechnik lernen und Tontechnik Ausbildung. Der fresche Titel sagt es ja schon. Ich wollte meine Theorie ein bisschen vertiefen, weiter erklären, warum ich der Meinung bin, dass man Schulen wie SAE, Deutsche Pop, Abbey Road, Hofer, Schule für Tontechnik, ich weiß nicht, das ganze Gesocks, hätte ich fast gesagt, diese ganzen Schulen, warum man die nicht braucht. Genau, das erkläre ich in diesem Video, gleich nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Alles klar, also, ich habe mir heute viel vorgenommen und werde ein, denke ich mal, längeres Video machen. Wie gesagt, das Thema ist Do-It-Yourself-Tontechnik-Ausbildung. Es geht in erster Linie heute um Tonstudio-Technik, aber auch wenn du Live-Technik machen willst, kannst du meine Theorie sicherlich auch dafür anwenden, aber in erster Linie geht es heute um Tonstudio-Technik. Wenn das für den Live-Bereich noch ein Thema ist oder dir Sachen fehlen, schreib das einfach unten in die Kommentare oder schreib mich direkt an. Mache ich gerne dafür ein Video. So, ich habe das Video in mehrere Teile oder den Inhalt in mehrere Teile aufgeschlüsselt. Ich habe mir dazu, also nicht wundern, wenn ich öfter runtergucke, hier so ein kleines Skript hingelegt, dass ich nichts vergesse. Genau, fangen wir an. Punkt 1, Einleitung. Genau, Einleitung. Was bedeutet das? Okay, warum mache ich das? Warum mache ich dieses Video? Also, wenn du meinem Channel gefolgt bist, hast du vielleicht auch meine anderen Videos gesehen, zum Thema, warum meiner Meinung nach diese Ausbildung an diesen Schulen wie SAE, Abbey Road, Hofer und so weiter und so weiter, gibt es ja mittlerweile ganz viele, warum das meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht oder warum du das nicht machen solltest aus wirtschaftlichen Gründen. Ich werde dich hier oben jetzt mal verlinken zum einen mein letztes Video. Da habe ich erklärt, was du machen könntest, wenn du das selber machen möchtest. Also erstmal so ein grober Anriss. Das ist jetzt hier oben. Und direkt danach verlinke ich mal da oben das erste Video zu diesem Thema, was ich gemacht habe. Warum du diese Schulen nicht machen solltest. Genau, das geht relativ lang, aber könnte ganz informativ für dich sein. Okay, also, warum mache ich das? Warum bin ich gegen diese Schulen? So, warum mache ich das? Also, ich werde nicht gesponsert oder kriege nicht von irgendwem Geld dafür oder habe nicht selber so eine Schule und will die anderen schlecht machen. Ganz im Gegenteil, ich finde zum einen, Wissen sollte frei für jeden verfügbar sein. Das heißt, ich habe so ein bisschen diesen Open-Source-Gedanken. Also ich kann besser mein Wissen teilen, dann teilt ihr euer Wissen auch mit mir oder mit allen anderen. Und ups, sorry. Und die Community an sich. Oh, Alter, kann ja wohl nicht weiter. Sorry, ich muss mal eben das Mikro wegstellen. Ich brauche das eh nicht. So, das kann ich nicht frei bewegen, genau. Ich finde, Wissen sollte zur freien Verfügung stehen für jeden. Genau. Also das zum einen, aber ich meine, natürlich gibt es auch Schulen und die müssen auch bezahlt werden. Das ist auch eigentlich nicht das Thema. Das große Problem, was ich damit habe mit diesen Schulen, ist, dass die zum Teil damit werben. Zum Beispiel macht das Hofer gerade. Habe ich ganz oft jetzt YouTube-Werbung gesehen und die machen Werbung damit, dass du, wenn du in der Medienbranche Fuß fassen willst und da einen Job haben willst, dann solltest du diese Schule machen. Die erleichtern dir den Zugang. Ich bin nun schon viele Jahre in dem Bereich tätig, bin schon einige Jahre selbstständig. Das erkläre ich auch in den anderen Videos, die ich gerade verlinkt habe. Nochmal erzähle ich mehr über mich. Das halte ich jetzt hier ein bisschen kurz, aber ich bin schon lange in der Branche tätig und ich weiß, nur weil du so einen Zettel hast, kriegst du keinen Job. Es gibt so wenige Jobs in diesem Bereich und die kriegen wirklich nur gute Leute. Und die guten Leute sind meistens die Leute, die das unbedingt wollen und die bringen sich das selber bei. Natürlich kannst du auch SAE machen oder eine andere Schule, aber wenn du das wirklich willst, kannst du dir das genauso gut selber beibringen. Und also das geht mir ein bisschen gegen Strich, dass die quasi die jungen Leute denen erzählen, hier, wenn du diese Schule machst, dann findest du einen Job und hinterher sind die auch alle arbeitslos und finden keinen Job, weil es eben nur ganz wenige Jobs in dem Bereich gibt. Also das finde ich halt einfach nicht gut und ich möchte quasi junge Menschen, von mir aus auch alte Menschen und auch mittelalte Menschen davor bewahren, so viel Geld
auszugeben. So, Punkt 2, warum mache ich das? Ich habe es eben schon gesagt, ich werde nicht gesponsert oder so. Ich kriege jetzt nicht von irgendwelchen Firmen, weil ich wette gleich Bücher empfehlen, Software, Interface, Mikrofone und so weiter. Da kriege ich nichts von den einzelnen Firmen. Ich empfehle dir nur Sachen, die ich selber gut finde, mit denen ich selber gute Erfahrungen gemacht habe. Das Einzige, was ich bekomme, das ist, ich verlinke dir unten viele Produkte auf Amazon und da bekomme ich dann quasi eine Verkaufsprovision. Das heißt, du bezahlst dasselbe dafür, aber wenn du den Link geklickt hast, kriege ich dann irgendwas zwischen 2-3% dafür, beziehungsweise unsere Firma hier. Genau, das heißt, wenn du uns unterstützen möchtest, dann gib uns natürlich erstmal ein Abo hier und lass uns einen Daumen da und so weiter. Aber wenn du dir eins der Produkte kaufen möchtest, dann wäre es sehr nett, wenn du das über unsere Links machst, die hier unten in der Beschreibung stehen. So viel dazu. Genau, so, dann fangen wir mal an. Also, du möchtest dir selber Tontechnik beibringen. Hast entschlossen, du möchtest das gerne machen, willst das lernen. Und wie machst du es jetzt? Dafür gebe ich dir jetzt eine kurze Einleitung in 10 Punkten. Den ersten Punkt, Einleitung, haben wir gerade schon abgearbeitet. So, Punkt 2 ist Bücher. Ich habe das in meinem letzten Video schon, ich verlinke das nochmal hier oben. Oder da oben. Da oder da, mal gucken. Schon erklärt, also meiner Meinung nach brauchst du erstmal gutes Nachschlagewerk, fundiertes Wissen. So, und wie bekommt man das? Ja, ich weiß, man will eigentlich den leichten Weg, aber der Weg ist, der normale Weg ist, kauf dir gute Bücher, Fachbücher. Da ich das in dem letzten Video schon ziemlich ausführlich erklärt habe, sage ich jetzt einfach mal kurz, welche Bücher ich dir empfehlen würde. Wenn du mehr darüber wissen willst, schau bei den anderen Videos nach. Zum einen ist das Michael Dickreiter Handbuch der Tontechnik. Da sind halt quasi die ganzen Basics drin von Mikrofontechnik. Wie funktioniert ein Mikrofonvorverstärker? Wie geht das mit den Kabeln, symmetrische, unsymmetrische Kabel, Raumakustik und so weiter? Bestens zu empfehlen. Da gibt es 2 Bände, die würde ich dir beide empfehlen, die zu kaufen. Dann Bob Katz Mastering Audio. Bob Katz ist so ein Mastering-Gott aus den USA. Der erklärt ganz viele digitale Sachen, aber auch die Sequencer und so weiter. Bestens zu empfehlen. Wenn du Tontechnik machen willst, das PA-Handbuch von, wie heißt der? Frank Pieper. Frank Pieper, genau. Alles unten verlinkt. Habe ich aber letztens schon so viel drüber gesagt, daher werde ich dir heute nicht so viel mehr zu sagen. Super, Punkt 2, check Haken dran. Punkt 3, Software. Also, du möchtest jetzt dein Tonstudio aufmachen oder möchtest besser werden in Tonstudio-Technik. Hast dich dazu entschlossen, keine teure Schule zu besuchen? Was hast du jetzt für Möglichkeiten? Ich würde dir empfehlen, such dir erstmal einen normalen Job, arbeite ganz normal und in deiner Freizeit eignest du dir Tontechnik an. Weil du brauchst sowieso mehrere Jahre dafür, bis deine Ohren so weit sind, dass du die feinen Details hören kannst. Dann kannst du noch so viel Geld bezahlen, das kannst du nicht beschleunigen, das lernst du nur durchs Machen und durch die Erfahrung. Das heißt, du brauchst erstmal eine Software, damit du Erfahrung sammeln kannst. Und heute läuft das natürlich alles im Rechner. Du kannst natürlich auch eine Bandmaschine und ein Mischpult kaufen. Nur da kräht heute kein Hahn mehr nach. Also nur ganz wenige Bands, so die Hardliner, Analog-Freaks, die wollen das unbedingt haben. Aber die meisten nicht. Das heißt, du brauchst eine Software. Ich sag dir jetzt mal exemplarisch 3 Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, dass du da ganz gute Erfolge mit erzielen kannst, gerade am Anfang. Also zum einen, was ich richtig geil finde, ist Studio One. Das ist von Presonus. Studio One hat tatsächlich auch eine Free-Lizenz. Also frag mich jetzt nicht genau, was in den Lizenzen inkludiert ist. Da musst du halt selber schon ein bisschen googeln. Aber es gibt eine kostenlose Version. Damit kannst du schon anfangen, Musik zu machen. Kannst du runterladen. Boom. Das war's. Dann haben die so eine Lite-Version, die kostet 100 Euro. Da sind dann schon deutlich mehr Instrumente drin und so weiter. Das musst du dir mal angucken. Aber Studio One ist auf jeden Fall sehr intuitiv, sehr umfangreiches Programm. Kann ich bestens empfehlen. Dann gibt es eine Software, die heißt Reaper. Auch das werde ich alles unten verlinken. Reaper, das kostet 60 Euro. Das ist eigentlich ein komplettes Aufnahmestudio, unbegrenzt. Also richtig viele Spuren. Hat eine super Performance. Ist ein gutes Programm. Ist, glaube ich, im MIDI-Sequencing nicht so gut. Das heißt, wenn du überwiegend, sagen wir, elektronische Mucke oder Hip-Hop machen willst, dann machst du natürlich überwiegend, baust du selber deine Beats auf MIDI-Basis. Wenn du die Bücher gelesen hast, weißt du, wovon ich rede. Genau, da ist Reaper wohl nicht so gut. Da wäre Studio One besser oder vielleicht Cubase, Ableton, Reason oder solche Programme. Genau, dann als drittes, das benutze ich auch hier, ist Cubase. Das ist ein deutscher Hersteller, Steinberg. Cubase, das ist das allererste Musikprogramm für einen Rechner gewesen, das es überhaupt gab. Irgendwann in den 80ern.
Die gibt es demnach schon recht lange. Super geiles Programm. Und die haben auch so eine Lite-Version, die heißt Cubase Elements. Und das kostet 90 Euro nur. Ist auch zu empfehlen. Guck dir das an, aber überlegst dir gut, mit welchem Programm du anfängst. Weil wenn man sich erstmal an ein Programm gewöhnt hat, ist es extrem hart, sich wieder umzugewöhnen. Darum gut überlegen, gut prüfe, wer sich ewig bindet, so sagt man doch. Genau, dann gibt es natürlich noch andere Programme, Logic, Pro Tools, Ableton Live habe ich eben schon genannt, Reason von Propellerheads, auch ein geiles Programm. Ja, einfach erstmal gucken oder vielleicht auch ein paar Demos runterladen von dem Programm und erstmal gucken, mit welchem bist du am schnellsten warm. Aber du musst auf jeden Fall eine Software beherrschen und zwar aus dem FF, die musst du wirklich gut beherrschen. Das ist so, wenn sich hier Leute bewerben und die wollen hier arbeiten, ist mir scheißegal, ob die an irgendeiner Schule waren. Das interessiert mich nicht. Das ist halt in dieser Branche so, das interessiert meistens keinen. Was mich interessiert ist, mit welchem Programm kannst du arbeiten und wie gut bist du da? Also eigentlich musst du Ninja sein. Das heißt Ninja in deiner Software. Ich habe Cubase seit 10, 15 Jahren, bediene das mit Augen zu und kenne jeden Menüknopf. Und das muss auch so sein, wenn du gerade das nachbearbeitest oder Kunden sind hier und bezahlen pro Stunde Geld, dann musst du natürlich fix sein und dann kannst du nicht, ja, ich muss mal eben im Handbuch gucken, wie man das genau einstellt, das geht nicht. Das heißt, das Wichtigste ist, dass du deine Software benutzen kannst. So, also jetzt sagen wir mal, du hast dich für eine Software entschieden, dann geht es natürlich als nächstes, stellst du ganz schnell fest, okay, mit meiner Onboard-Soundkarte, also die Soundkarte, die in deinem Laptop eingebaut ist oder in deinem Rechner, wirst du irgendwie nichts. Das funktioniert nicht. Dann gibt es erstmal die Möglichkeit mit dem ASIO for All Treiber quasi die Verzögerungszeit, die Latenz deiner Soundkarte runterzusetzen, so dass du damit verzögerungsfrei arbeiten kannst. Das ist so eine Zwischenlösung, kann man erstmal machen. Dann kannst du damit erstmal arbeiten. Wirklich aufnehmen kannst du damit dann aber auch kein Audio, weil du keinen vernünftigen Mikrofoneingang hast und so. Das heißt, eigentlich bringt das nichts und du brauchst ein Interface dazu. Was ist ein Interface? Ein Interface ist eigentlich eine Soundkarte, eine externe Soundkarte quasi. Und wobei, das kann man auch in den Rechner einbauen. Die meisten sind aber extern, meistens per USB oder heute Thunderbolt oder ich habe auch noch eins mit Firewire oder so. Das heißt, das schließt du an und dann hast du 2 Eingänge, 2 Ausgänge, 4 Eingänge, 6 Ausgänge, was auch immer. Gibt es in allen Kombinationen bis 48 oder 100 noch was Eingänge, Ausgänge. Je nachdem, was du brauchst. Da möchte ich dir auch nur exemplarisch einfach mal 2-3 Stück vorstellen. Das habe ich auch schon mal in meinen anderen Videos, in einem Mikrofon-Vergleich-Video. Genau, da habe ich das, ich glaube, bei dem Rap-Video, Rap-Mikrofone für Rap-Aufnahme, da habe ich das ziemlich detailliert erklärt. Das ist auch wieder hier irgendwo verlinkt, blende ich dir ein. Ansonsten einfach auf meinem Kanal mal vorbeigucken und wie gesagt, immer einfach mal abonnieren, dann kriegst du das auch immer alles mit, wenn ich neue Sachen hochlade. Genau, da habe ich die Interfaces ein bisschen detaillierter erklärt, trotzdem erzähle ich es dir jetzt noch einmal. Also, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, sind die kleinen Interfaces von Audient. Das ist ein englischer Hersteller. Die eigentlich Studio-Mischpulte ursprünglich gebaut haben. Die machen jetzt auch Soundkarten-Interfaces. Und da gibt es diese kleinen ID14, ID22. Das ist super geiles Stahlblechgehäuse, beste Mikrofon-Vorverstärker, geiler Kopfhörerverstärker, dicker Knopf zum Boxen laut leise machen. Ja, perfekt, wirklich geil. Richtig gut. Die kann ich empfehlen. Das liegt so, geht bei 100 Euro, 150 Euro so in etwa los. Wirklich geil. Dann kann ich auch empfehlen die kleinen Interfaces von Focusrite. Die wirst du auch schnell finden, wenn du nach Interfaces suchst. Die USB-Dinger, die sind wirklich geil. Da gibt es diese Scarlett-Serie. Und da gibt es Scarlett 2x2 oder 4x6. Das ist dann Eingänge, Ausgänge. 2x2 ist dann 2 Eingänge, 2 Ausgänge. Oder 6x6 gibt es noch. 6 Ausgänge, 6 Eingänge und so weiter. Entschuldigung, das geht auch bei etwa 100 Euro los, die sind bestens zu empfehlen. Da verlinke ich dir auch mal 2 Stück hier unten, die ich dir empfehlen würde. So, jetzt ist mir gerade während ich spreche aufgefallen, dass ich 2 Punkte ausgelassen habe. Also in meinem Skript, und die lasse ich jetzt aber hier im Video nicht aus. Und zwar, der nächste Punkt wäre dann, wie hörst du ab? Also was brauchst du? Du brauchst Studio-Monitore. Also nicht Monitore, auf denen du sehen kannst, sondern Abhörlautsprecher, aktive Monitore. Da gibt es jetzt also wirklich von 150 Euro für ein paar
bis, was wir hier haben, kostet, glaube ich, 1600 Euro pro Lautsprecher. Die große Abhörer, dann haben wir noch einen dicken Subwoofer dabei. Also du kannst schnell auch 5.000 oder 10.000 Euro dafür ausgeben. Ich würde dir zum Beispiel empfehlen, die Presonus-Dinger, die sind wirklich geil. Die haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Da haben sich verschiedene Bekannte von mir gerade, denen habe ich das auch empfohlen, die sind wirklich begeistert. Da werde ich dir einfach mal zwei Lautsprecher von Presonus empfehlen. Und dann kann ich auf jeden Fall uneingeschränkt auch die KRK-Lautsprecher empfehlen. Das hast du bestimmt schon mal gesehen in irgendwelchen Studios, die haben so eine gelbe Membran. Da werde ich dir auch mal zwei Paar unten verlinken. Genau, da habe ich mir jetzt keine Preise und Typen genau rausgeschrieben, werde ich aber unten in der Textbeschreibung mit einfügen. So, dann hast du also deine Software, du kannst die Software bedienen, also du lernst jetzt gerade, aber die hast du. Dann hast du dein Interface und Monitorboxen. Geil. Was fehlt dir dann noch? Irgendwie musst du die Noten in den Rechner reinkriegen. Zumindest wenn du irgendwas, wenn du natürlich rein akustische Musik produzieren willst, also einfach nur deine Gitarre und deinen Gesang aufnehmen willst, dann brauchst du nicht unbedingt ein Keyboard. Aber ich würde normalerweise jedem empfehlen, zumindest ein kleines MIDI-Keyboard sich anzuschaffen. Ich habe zwei MIDI-Keyboards und auch noch ein so ein Drum-Pad. Also so ein Pad, wo so 12 Tasten sind, womit ich Drums einspielen kann. Das gibt es auch in Kombination. Also ein Keyboard, wo du oben noch so Pads dran hast, so Tasten hast. Außerdem hast du bei den meisten MIDI-Keyboards Drehregler und Schieberegler, die du dann auf irgendwelche Knöpfe in der Software legen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendeinen Effekt an- und ausmachen willst, musst du das nicht mit der Maus zeichnen, sondern kannst den Knopf in die Hand nehmen und das fernsteuern. Also eine MIDI-Fernsteuerung sozusagen. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so im Thema. Ich würde dir die M-Audio, ich glaube Axis oder Axios oder so heißen die. Die haben wir, habe ich auch zwei Stück von hier. Die kann ich dir wärmstens empfehlen. Also da werde ich dir auch einfach mal zwei Stück verlinken. Gut, dann geht's gleich weiter mit dem Mikrofon. Ich mache eine kurze Pause. Geht gleich weiter, ne? Bis gleich. Ciao, ciao. Bam, da bin ich wieder. ja, ich muss mir kurz die Jacke ausziehen. Eben war es noch so kalt und jetzt ist gerade die Sonne wieder rausgekommen. Ja, so geht's jetzt besser. Muss man im Schluck trinken. Alles klar. Also, dann habe ich dir jetzt Bücher empfohlen, Software empfohlen, die du lernen solltest, Interfaces, Monitorboxen und ein Keyboard. So, wenn du das hast, bist du erstmal für reine Produktion auf dem Rechner bestens vorbereitet. Also das ist ideal, dann kannst du erstmal loslegen und kannst die Software kennenlernen und bastelst erstmal ein bisschen rum. So, wenn du halt Musiker bist, das heißt vielleicht singst du oder spielst Gitarre oder Bass oder Schlagzeug, was auch immer, dann wirst du schnell dazu kommen, ja, ist ja alles schön und gut da im Rechner, aber ich möchte ganz gerne Sachen aufnehmen. Also von außen, von der Außenwelt Sachen in den Rechner reinbekommen. Da du ja ein geiles Interface schon hast oder dir kaufen möchtest, wirst du dann an das Interface normalerweise immer Mikrofone anschließen können. Also so, kauf dir auf jeden Fall ein Interface mit mindestens einem Mikrofon-Vorverstärker. Ich würde eher zwei empfehlen. Also dann bist du ein bisschen flexibler und kannst auch Stereo-Mikrofonierung und solche Sachen mal machen. Okay, das heißt, du brauchst erstmal ein Mikrofon. Normalerweise, also die meisten Menschen fangen immer an, erstmal die Stimme aufzunehmen. Die eigene Stimme oder Gesang für irgendwelche Songs oder vielleicht willst du Hip-Hop machen und Rap aufnehmen oder du bist ein Elektroproduzent und willst mal ein cooles Vocal aufnehmen oder so. Das ist es meistens. Daher würde ich dir erstmal empfehlen, dir ein Großkapsel-Kondensator-Mikrofon zu kaufen. Das ist quasi sowas, was hier vor mir steht, dieses Neumann-Mikro oder, warte, ich halte es mal kurz hier rein. Hier, ne, so ein typisches Gesangsmikrofon. Sieht man hier mit den Popschutz davor und so. Das habe ich alles in den Mikrofonvideos mal detaillierter erklärt. Also da habe ich auch mal fast eine ganze Stunde drüber geredet. Das stimmt gar nicht, ich glaube eine Viertelstunde. Weiß ich auch nicht genau. Guck nach. Schreib es mir in die Kommentare, wie lang es wirklich war. Ich gucke nicht nach. also, Mikrofone für die Stimme. Wie gesagt, habe ich dazu schon mal Videos gemacht und habe da auch einige erklärt. Ich will jetzt nur einmal meine zwei Top-Favoriten aufzählen. Das ist einmal das Rode NT1A oder das NT2A, aber normalerweise das NT1A. Das ist also ein Einsteigermikrofon, ganz klar, kostet 150 Euro. Unter dem würde ich dir nichts empfehlen, lass es. Also das bringt dir nichts. Klar, du kannst dir jetzt ein 30 Euro USB-Mikrofon kaufen und dann wirst du es ein paar Monate später wieder verkaufen, wenn du feststellst, dass es kompletter Schrott ist. Und sorry, wenn ich das so sagen muss und ich freue mich schon auf die Hater unten in den Kommentaren. Alle Leute, die dir was anderes erzählen, haben keine Ahnung und reden Bullshit. Also ich habe echt schon
einige Kanäle hier auf YouTube gefunden, wo die Leute dann sagen, ja, dein Home Recording Studio für 100 Euro oder für 300 Dollar oder so. Ja, wobei 300 Dollar, ja, könnte dann noch eher hinkommen, aber es ist eigentlich Bullshit. Also du wirst wohl 500 Euro, besser 1000 Euro brauchen und am besten 2000 Euro gleich was Vernünftiges kaufen. Wenn du das wirklich machen willst, dann kannst du das Geld auch besorgen. Du wirst es schaffen und selbst wenn du 2 Jahre sparst, ist dann eben so. Aber kauf dir gleich was Vernünftiges. Weil ich habe zum Beispiel, das steht hier irgendwo genau, in dieser hübschen, ich zoome mal ran, da, das Mikrofon. Das ist das NT2A. Das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahre schon. Also an sowas hast du halt dein Leben lang Spaß. Ne? Das hält für immer. Es sei denn, es fällt runter, wird nass oder wird geklaut. Aber sowas hält für immer. Genau wie das Neumann-Mikrofon, was hier vor mir steht. Ja, das kostet über 1000 Euro. Und da können noch meine Enkelkinder, denen ihre Kinder, die können es noch ihren Kindern vererben. Also das ist halt für immer gebaut. Wohingegen, wenn du dir so ein 50 Euro Billo-Mikro kaufst, das wird nicht lange halten, es klingt scheiße und weißt du, wer billig kauft, kauft doppelt. Daher, also das unterste, was du dir kaufen kannst, ist eigentlich das NT1A, meiner Meinung nach. Kostet 140 Euro, findest du unten in den Links. Dann AKG 214. Ich liebe dieses Mikro, ich habe so viel damit aufgenommen. Ist auch ein Großkapsel-Kondensator-Mikrofon. Obergeilster Shit. Wenn du es genauer dazu was wissen willst, schau meine Mikrofonvideos an. Die habe ich ja schon gemacht. So, und jetzt kommt der Shit. Für die Leute, die es ernst meinen, gibt es eine Firma, die heißt Slate Digital. Oder Slate Digital Media oder so heißen die, genau. Steven Slate ist da der Owner, der Chef. Cooler Typ. Und die haben was entwickelt, das heißt VMS, Virtual Mic System. Und das ist quasi, du kaufst ein Mikrofon und einen Mikrofonvorverstärker und dann kriegst du eine Softwarelizenz und dieses Mikrofon nimmt ganz neutral auf. Das ist quasi ein ganz sehr neutrales Mikrofon. Und im Rechner kannst du dann den Sound von ganz vielen verschiedenen Mikrofonen damit emulieren. Also der Rechner emuliert das dann quasi da oben drauf. Den großen Vorteil, den das hat, ist, du kaufst ein Mikrofon und hast, also ein Mikrofon, was so ich glaube, das Mikrofon selber kostet 700 Euro, mit dem Preamp 300 Euro, weiß ich nicht, 1000 Euro ungefähr, 1100 Euro, roundabout. Das kaufst du, aber du hast dafür halt für ein paar hunderttausend Euro Mikrofone, weil es gibt alte Studio-Röhrenmikrofone, die einen ganz besonderen Sound haben, wo Frank Sinatra schon mit aufgenommen hat und keine Ahnung. Die kosten 15.000, 20.000 Euro, wenn man die heute kauft. Ja, und das halte ich für nicht wirklich sinnvoll, das zu kaufen. Daher haben wir jetzt auch dieses Slate-Mikrofon gekauft. Damit nehme ich halt quasi neutraler das auf und kann später die Sounds durchstellen. Das heißt, wenn du viel mit Stimmen machen möchtest oder auch akustische Sachen, wie auch immer, und du willst flexibel sein, dann nimm 1000 Euro in die Hand, kauf dieses Slate-System und du bist die nächsten Jahre erstmal bedient. So, jetzt haben wir also Stimmmikrofone, Vocal-Mikrofone, Sprachgesangsmikrofone erklärt. Also fürs Studio jetzt. So, jetzt willst du aber ein Instrument aufnehmen. Zum Beispiel eine Akustikgitarre. Also in den normalen Fällen kannst du dann auch dein Gesangsmikro davor halten. Wenn es jetzt nicht komplett Schrott ist, aber mit dem NT1A und so geht das kein Problem. Kannst du locker eine Akustikgitarre mit aufnehmen. Das Problem ist, da jetzt nehme ich doch mein Mikrofon in die Hand, ist wahrscheinlich einfacher. So, ich nehme mal diese beiden. Also das ist ein Großkapselkondensator-Mikrofon. Ich halte die Kamera. Großkapselkondensator. Hier ist halt so eine, ich würde mal sagen, 5 Markstück große Membran drin, die den Schall aufnimmt. Und das ist ein Kleinkapselkondensator-Mikrofon. Genau. Auch von Rode, NT5. So, und da ist halt eine deutlich kleinere Kapsel drin und dadurch, dass die Kapsel weniger Masse hat, schwingt die schneller. Also kann also höhere Frequenzen und kommt schneller ins Schwingen sozusagen, weil die leichter ist. Stellen wir die Mikros wieder weg. Genau, deswegen können diese Kleinkapsel-Kondensator-Mikrofone höhere Frequenzen und leisere Signale etwas besser aufnehmen und feiner auflösen. Darum nimmt man zum Beispiel Akustikgitarren in den meisten Fällen mit Kleinkapsel-Kondensator-Mikrofonen auf. Genau, und da ist zum Beispiel zu empfehlen, das Rode NT5A, kostet 100 Euro oder so,
Die sind super. So, wenn du jetzt zum Beispiel einen Gitarrenverstärker, eine E-Gitarre aufnehmen willst, oder du willst eine Snare aufnehmen vom Schlagzeug, oder du willst, da kann man sogar eine Bassdrum mit aufnehmen, oder, dann der absolute Klassiker SM57. Ach komm, ich hatte es eigentlich nicht vor, aber ich halte jetzt einfach mal ein paar Mikrofone in die Kamera. Das ist ein SM57, hast du bestimmt schon 100 Mal gesehen. Also auf irgendwelchen, das sieht man ganz oft, vor dem Gitarrenverstärker direkt davor, vor der Snare-Drum, das ist ein Standard-Snare-Drum-Mikro. Kann man auch für Toms nehmen. Ich habe sogar schon Overheads, also über den Drums, damit aufgenommen. Ich habe schon Gesang damit aufgenommen. Ich habe es als Talkback in meiner Regie auf dem Stativ. Ja, kostet 100 Euro. Das ist ein Standard-dynamisches Mikrofon. Was der Unterschied zwischen Kondensator und dynamisch ist, kauf dir die Bücher Michael Dickreiser, Handbuch der Tontechnik, oder guck meine anderen Mikrofonvideos, da habe ich mehr dazu erzählt. Jo. Also, SM57, absoluter Klassiker. Es gibt tausende Instrumentenmikrofone, also tausende ist vielleicht übertrieben, aber viele hundert. Je nachdem, welches Instrument du spielst, ist klar, ob du jetzt eine Violine spielst oder einen Kontrabass. Da ist viel Raum dazwischen und braucht man auch unterschiedliche Mikrofone. Oder ob du jetzt eine Bassdrum, eine Schlagzeug-Bassdrum aufnehmen willst oder einen Cellenkranz, das ist halt ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es für die meisten Anwendungen Spezialmikrofone, aber in den meisten Fällen fährt man einfach sehr gut, wenn man ein paar dynamische Mikrofone, also SM57 zum Beispiel, da hat und dann vielleicht noch so ein Beta, wie heißt das, 52, das ist so ein typisches Bassdrum-Mikro, hier so ein richtiger Ömpel, sowas, SM57. Und dann ein paar Kleinkapselkondensatormikrofone, dann kannst du schon alles aufnehmen. Genau. Auch da wollte ich nochmal auf das Slate-Set oder auf die Slate-Mikrofone hinweisen. Die haben nämlich auch so ein Kleinkapselkondensatormikrofon, kostet nur 150 Euro. Und auch da ist wieder die Software dabei und dann kannst du mega viele Mikrofone mit emulieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der beste Bang for your Buck. Der beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ganz genau. Dann noch abschließend ein Tipp zum Thema Instrumentenmikrofone, vielleicht auch für Gesangsmikrofone, weiß ich nicht, musst du mal nachfragen, aber geh einfach mal zu deinem örtlichen PA-Verleiher, also wenn du in München wohnst, Veranstaltungstechnik München, Enter bei Google und dann findest du den Erstbesten und da rufst du an und sagst, ey, yo, ich habe ein Studio und ich wollte Schlagzeug aufnehmen. Ich brauche Mikrofone. Dann sagen die, ja, alles klar, kommt vorbei, kostet irgendwas zwischen 30 und 100 Euro am Tag. Und dafür leistest du dir dann was für 500 bis 5000 Euro an Technik aus, je nachdem, was die so haben und was du so brauchst. Und dann kannst du es einfach mal ausprobieren, weißt du? Also wahrscheinlich haben die kein Interface oder eine Soundkarte, das wirst du dann schon haben müssen. Oder kannst es auch irgendwo leihen, aber die meisten PA-Verleiher haben sowas nicht, zumindest hier nicht. Aber der Kern der Sache ist, du kannst dir halt Sachen auch leihen und kannst halt damit rumexperimentieren und musst dir nicht sofort für Schlagzeugaufnahme 14 Mikrofone kaufen. Weil Schlagzeugaufnahme und Schlagzeug live ist sehr ähnlich und werden oft die gleichen Mikrofone für genommen. Das wollte ich nochmal als Tipp loswerden. So, dann haben wir jetzt schon, was haben wir? Bücher, Software, Interface, Monitor, Keyboard, Mikrofon, Stimme, Mikrofon, Instrument. So, was kommt dann? Dann würde ich sagen, Raumakustik ist ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzen solltest. Da werde ich dir jetzt keine Tipps zu geben. Also zum einen ist in dem Handbuch der Tontechnik wird da drauf eingegangen. Ansonsten gibt es dazu gute YouTube-Tutorials. Ja, im Prinzip musst du ein bisschen die Raumakustik verstanden haben, aber nicht so im Detail. Also kauft jetzt nicht so ein 1000 Seiten Wälzer über Akustik und lernt Formeln auswendig und so. Ich habe im Studium einiges über Raumakustik gelernt und die Hälfte, also 90% eher davon habe ich nie gebraucht. Ich finde, da muss man auch eher selber seine Erfahrung machen. Also das heißt, du fängst an und willst in deinem riesen Wohnzimmer, sagen wir, du hast ein 20 Quadratmeter großes Wohnzimmer, Laminat liegt da drin, kein Teppich, nichts an den Wänden. Kein Sofa, weil du alles für Mikrofone ausgegeben hast. Genau. Und da willst du jetzt Gesang aufnehmen. Dann mach das. Nimm das auf und dann hörst du es dir später an und stellst fest, what? Wieso klingt das so scheiße? Wieso klingt das so wie in der Turnhalle? Ja, weil der Raum halt sehr doll hallt. So, was kannst du dann machen? Ja, kannst vielleicht mal anfangen, eine Decke aufzuhängen.
in irgendeine Ecke und dann wird der Raum halt schon ein bisschen weniger. Und dann hängst du noch eine auf und noch eine und irgendwann ist der ganze Raum voller Decken und alten Matratzen und dann stellst du fest, jetzt hört sich's auch komisch an, so mumpf und dumpf. Dann hast du schon mal zu viel halt, zu wenig halt kennengelernt. Und das ist halt so eine Sache, da musst du ein Gespür für entwickeln. Also du kannst natürlich auch jetzt in einem Online-Shop Raumakustik-Kit XY für 5.000 € kaufen. Du kannst dir die Module aber auch selber bauen. Was du hier siehst zum Beispiel, das ist ein Akustikmodul. Das habe ich mit einem lieben Freund und Akustiker aus München zusammen geplant. Das ist quasi voller Glaswolle und vorne mit Molternstoff bespannt. Genau wie das. Das hier ist so ein Eckmodul, das habe ich auch selber gebaut. Das hier sind Diffusoren, die habe ich fertig gekauft, die sind schweineteuer. Die kann man schlecht bauen, kann man auch bauen, ist sehr aufwendig. Was auch immer. Beschäftige dich einfach mit dem Thema, fang aber erstmal an aufzunehmen und dann lernst du das von selber. Das ist halt auch ein Prozess des Lernens. Das heißt, lass dich nicht verrückt machen von den Kollegen, die alle ihre teuren Schulabos verkaufen wollen. Finde das einfach raus. So, wir kommen gut voran. Straightforward. Akustik, also haben wir drüber gesprochen. So, was ist dann wichtig? Erfahrung sammeln. Also, selbst wenn du das ganze Zeug, du bestellst das auf einmal, fuck, wann sollst du das? Wann willst du jetzt drei Bücher parallel lesen, Interface lernen, fünf Mikrofone und die Software? Ich würde dir empfehlen, das nach und nach dir anzuschaffen und dich dann mit der Software auseinanderzusetzen, dann mit dem Interface, dann damit, dann damit, dann damit und machst du halt erstmal deine Erfahrung. Du musst halt, das habe ich eingangs schon mal gesagt, habe ich in den anderen Videos auch gesagt, ich sag's trotzdem nochmal, du bist. Wenn du da noch nicht mitgearbeitet hast mit der Thematik, dann sind deine Ohren vielleicht auf 30% von dem, was die bringen können. So, ich schätze mal, nach 5 bis 10 Jahren sind die bei 98, 100%. Nachdem du dich 10 Jahre intensiv mit Musik beschäftigt hast und so. Und gerade auch mit der Aufnahme und dem Mixing, Mastering. Du brauchst halt einfach deine Zeit. Das heißt, du musst jetzt erstmal Erfahrung sammeln. Du hast jetzt diese ganzen Sachen gekauft, hast dich damit auseinandergesetzt. Also mach Aufnahmen, besorg dir Bands, nimm dich selber auf, geh raus, nimm Vögel zwitschern auf, mach mal einen Song mit Instrumenten aus der Küche oder nur Sachen aus der Garage, nimm das auf, sample das, versuch da irgendwie einen Song rauszumachen. Ja, mach deine, ja, wie gesagt, nimm Stimmen auf, nimm Instrumente auf. Geh in den nächsten Proberaumkomplex, wenn ihr sowas habt. Wir haben das hier, da sind ganz viele Bands. Tacker einen Zettel an die Tür. Nehme Band umsonst auf für Kiste Bier. Oder nicht umsonst, sondern für Kiste Bier. Oder bezahle Kiste Bier, um eine Band aufzunehmen. Whatever. Wenn du es wirklich machen willst, du musst Erfahrung sammeln. Punkt. Und du kannst nicht sagen, ja, ich habe jetzt gerade ein Studio, gib mal 1.000 € für eine CD. Gibt dir keiner und wäre auch nicht angemessen dafür. Das Geld wirst du wohl zurückzahlen müssen oder die hassen dich später. Das heißt, du musst erstmal deine Erfahrung machen. Dann hast du was aufgenommen, hast die erste Band aufgenommen, den ersten Rapper, Sänger, was auch immer. Dann musst du erstmal rausfinden, wie geht in meiner Software, wie kann ich da was editieren? Also der Musiker hat sich leicht verspielt, ein bisschen zu spät eingesetzt. Oder du hast was gespielt und ein bisschen zu spät oder zu früh eingesetzt mit der Gitarre, mit dem Bass. Oder der Gesang ist nicht ganz sauber übereinander. Du hast mehrere Spuren aufgenommen. Das passt nicht genau. Also Editing, das ist ein Key-Element. Also ein ganz wichtiges Element in dem Programm. Ist halt das Editieren, das heißt, was wegschneiden, was hinkopieren, was anpassen. Zum Beispiel, wenn ich Schlagzeug aufnehme, dann habe ich 16 Spuren und der Drummer spielt typischerweise nicht ganz genau. Das heißt, ich schneide bei jedem Bassdrumschlag alle 16 Spuren und schiebe die 16 Spuren auf den Takt und klebe das später wieder zusammen. Bei jedem Bassdrumschlag oder bei jedem Snare-Schlag oder beides. Das heißt, ich habe später 1.000 Schnitte gemacht. Da gibt es natürlich Special Tricks, um das schnell zu machen. Oder halt, man wird sehr schnell, wenn man das lange, viele Jahre gemacht hat. Aber solche Möglichkeiten gibt es und die musst du beherrschen. Vorher kannst du auch kein Geld für nehmen, meiner Meinung nach. Oder kannst du dich nicht in irgendeinem Studio bewerben. Wenn du dich hier bewirbst und sagst, ja, ich habe schon mal drei Rapper aufgenommen, aber wie Stimmen editieren geht, weiß ich nicht. Glaubst du, du kriegst einen Job? You know it. Genau. Alles klar, also Editing. Und dann kommt natürlich das Mixing. Also du musst Erfahrung sammeln im Mixen. Was ist das? Also du hast jetzt 50 Spuren aufgenommen oder lass uns sagen 5 Spuren.
zwei Spuren Schlagzeug, eine Stereospur Bass, Gitarre und Gesang oder so. So, wie kriegst du das jetzt, dass die harmonisch zusammenklingen? Mischen, also die Mischung machen, Mixing, Lautstärkenverhältnisse einstellen, links, rechts verteilen, Hall dazugeben, Echo, andere Effekte dazugeben, das Ganze auspegeln, Balance machen, EQ, keine Ahnung. Das kommt halt nach und nach. Also Mixing ist ein Key-Element und das musst du, da musst du halt Erfahrung drin haben, musst du erstmal Erfahrung sammeln. Ganz genau, dann nach dem Mixing kommt das Mastering. Normalerweise würde ich sagen, Mastering, ja, du brauchst halt erstmal deine 5 Jahre Erfahrung. Aber fang doch einfach damit an. Du hast einen Track gemacht, der ist zu leise, du willst ihn auf CD bringen. Was brauche ich? Mastering. Alles klar, du hast ja Bob Cutts Mastering Audio, das Buch. Hast du dir ja gerade schon bestellt über meinen Amazon-Link. Und ziehst dir rein, probier das aus. Wie schaffe ich das, das laut zu machen, ohne dass es verzerrt? Und so weiter. So, dann der letzte Punkt bei unter Erfahrung sammeln ist der Umgang mit Menschen. Das ist super wichtig. Also ich weiß nicht, was wichtiger ist. Also es ist zumindest auf gleicher Linie, auf gleicher Ebene mit dem technischen Verständnis. Weil es ist so, wenn hierher zum Beispiel ein Sänger kommt, der möchte was singen und der möchte zum Beispiel ein Liebeslied für seine Frau aufnehmen oder Freundin, dann macht er sich ja quasi von mir emotional nackig. So, damit muss ich umgehen können. Und auch zum Beispiel mit der Situation, dass jemand kommt und der ist sich selber unsicher. Die meisten sind ein bisschen unsicher. So, dann muss ich natürlich wissen, wie schaffe ich das, dass er ein sicheres Gefühl hat, dass er sich geborgen fühlt, dass er sich wohl fühlt und auch sich traut, hier emotional nackig zu machen und auch keine Angst davor hat, Fehler zu machen. Also das ist der Umgang mit Menschen, das ist so ein bisschen Psychologie und das ist meiner Meinung nach essentiell für die Arbeit im Studio. Zumindest wenn du andere Leute aufnehmen möchtest. Wenn du reiner Produzent, Beatproduzent oder vielleicht Komponist und machst nur deine eigene Musik, klar hast du damit nichts zu tun. Aber in den meisten Fällen sind ja kommerzielle Studios eben Aufnahmestudios und da hat man sehr viel mit Menschen und mit Bands zu tun. Das ist halt auch immer ein Thema, wenn eine ganze Band kommt. Weißt du, der eine ganze Band kommt und der Drummer soll was einspielen und es sitzen 5 Leute in der Regie mit mir zusammen oder 4 Leute, die Rest der Band. Und der Drummer guckt halt in die Regie und sieht schon die ganzen genervten Blicke, weil er irgendeinen Film nicht spielen kann als Beispiel. Dann ist es deine Aufgabe, oder lass uns von mir reden, dann ist meine Aufgabe in der Aufnahmesituation halt, dass er sich wohlfühlt und dann schmeiße ich vielleicht auch den Rest der Band raus und mache das nur mit ihm alleine oder sag, ey Jungs, geht mal euch ein Bier holen oder was essen. Ich mache das hier mit dem Drummer alleine oder mit dem Sänger oder was auch immer. Das ist super wichtig, der Umgang mit Menschen. Und das lernst du auch wieder nur mit Erfahrung. Das heißt, du musst erstmal ein paar Mal Bands aufgenommen haben, musst diese Erfahrung gemacht haben. Am besten wurdest du auch selber als Band mal aufgenommen, wenn du Musiker bist, was mal in dieser Situation, damit du das verstehen kannst. Das ist wichtig. So, jetzt hast du schon eine Menge gelernt. Und jetzt kommt es eigentlich nur noch mal so ein bisschen was zum Schluss sozusagen. Jetzt hast du das alles gemacht und willst ja damit irgendwann deinen Lebensunterhalt bestreiten. Jetzt lass uns mal sagen, du hast das alles gemacht, hast deine 2-3 Jahre Erfahrung gemacht, hast 20 Bands aufgenommen, oft geflucht, aber viel dazugelernt und findest es immer noch geil. Was musst du dann machen? Dann brauchst du als nächstes unternehmerisches Wissen. Jetzt guckst du, hä, was? Ja, Buchhaltung, unternehmerisches Wissen. In den meisten Fällen sind Tontechniker, Tonmeister, also die wenigsten sind angestellt. Klar gibt es ein paar Stellen, wo du dich anstellen lassen kannst. Die sind sehr begehrt. Vielleicht findest du so eine, aber in den meisten Fällen sind die selbstständig. Wenn du auch den selbstständigen Weg gehen willst, dann brauchst du unternehmerisches Grundwissen. Was ist Umsatzsteuer? Was ist Einkommenssteuer? Was ist das Finanzamt? Also besorg den Steuerberater. Du musst ein bisschen was von Buchhaltung verstehen. Nicht viel, aber so ein bisschen grob was verstehen. Genau, unternehmerisches Wissen. Das lohnt sich. Da gibt es auch VHS-Kurse, Unternehmer für Dummies oder Grundkurs Unternehmertum und so. Da musst du mal nachgucken. Das lohnt sich auf jeden Fall, kann ich dir empfehlen. Ich habe viele Fehler gemacht, die ich nicht hätte machen müssen, wenn ich mich vorher ein bisschen besser informiert hätte. Genau. Ja, dann hast du das unternehmerische Wissen, dann musst du dein Gewerbe anmelden. Klingt kompliziert, ist es nicht. Kannst du online machen, Gewerbe anmelden, München, wenn du in München wohnst. Kannst du online ausfüllen, kostet 20 Euro, zumindest hier in Oldenburg. Ich weiß nicht, wie das in deiner Stadt ist oder in München. genau, Gewerbe anmelden und schon kannst du anfangen, gegen Rechnung Sachen zu produzieren und zu mischen. Genau. Dann der letzte Punkt.
der wichtigste Punkt. Der Punkt hört nie auf. Das ist eine Endlosschleife. Wissen weiter vertiefen, mehr spezialisieren, mehr dazulernen. Was hast du da für Möglichkeiten? Workshops besuchen. Vielleicht kannst du in der SAE einen super Workshop über ein Wochenende über Drum Recording machen. Klar, das ist auch geil. Also diese Schulen haben auch unter Umständen gute Sachen im Angebot. Nur diese komplette Ausbildung und so mit dem super Diplom, das bringt dir halt nichts und braucht man nicht. Aber Workshops, es gibt ja auch zum Beispiel hier im Studio kannst du auch Workshops machen. Ich wollte eigentlich für unsere Dienstleistung keine Werbung machen, aber kannst du auch hier machen. Das heißt, ich mache dann mal einen Drum Recording Workshop oder einen Workshop über Ableton Live oder Cubase oder Logic oder so. So, dann Online-Kurse. Du kannst dich zum Teil, zum Beispiel Mix with the Masters ist ein so ein Ding. International zwar, aber Top of the Pops. Da lernst du richtig gute Sachen. Kostet auch gutes Geld, aber lernst du gute Sachen. Kannst das online machen. Dann mein guter Freund, kennt mich nicht, aber er ist trotzdem mein guter Freund, Warren Hewitt von mixlikeapro.com. Der hat einen super geilen YouTube-Channel, alles umsonst, hat aber auch bezahlte Kurse, relativ günstig und der Typ hat es einfach voll drauf. Zudem ist er mega sympathisch und erzählt das mega auf eine geile, verständliche Art. Also vertief dein Wissen weiter über YouTube, über vielleicht weitere Bücher, Kurse, Workshops und das hört nie auf. Also ich bin jetzt seit 12 Jahren mit dem Studium fertig, etwa 2006, ja 12 Jahre genau, und bin seit 6 Jahren, 7 Jahren voll selbstständig und ich bin permanent dabei. Ich habe jetzt gerade Masterclass irgendwie da so Kurse gebucht und guck die ganze Zeit YouTube-Videos und lern was dazu und mach die ganze Zeit. Und wenn du da keinen Bock zu hast, dann ist das der falsche Job für dich. Also ich mache das auch in meiner Freizeit. Ich komme nach Hause, meine Frau ist noch nicht da, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit und denke ich, zack, mach erstmal YouTube an und guck mal an, wie das neue Bassdrum-Mikrofon klingt oder diese Slate-Mikrofone. Was kann man damit machen? Ich mache das eh den ganzen Tag. Ich könnte es auch bei der Arbeit machen, aber ich lebe dafür, ich brenne dafür, also mache ich das gerne. Wenn das bei dir nicht so ist, wirst du nicht erfolgreich sein in dieser Branche. Wenn du nur einen entspannten Job suchst, den hast du hier nicht gefunden in der Tontechnik. So, das war's. Also abschließend möchte ich nochmal sagen, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Ich habe jetzt super viel Material in kurze Zeit gepresst. Aber du kannst ja nochmal hin und her skippen, dir die Sachen nochmal anhören. Wenn du da noch ergänzende Fragen zu hast, stell mir gerne die Fragen. Ich freue mich drauf. Lass mir einen Daumen da. Abonniere mich, empfehle mich deinen Freunden weiter oder unseren Kanal. Hier kommen regelmäßig solche Videos. Übrigens ist dieses Video auch durch einen Kommentar entstanden. Jemand hat mich gefragt, was ich ihm empfehlen kann. Und da habe ich doch jetzt gleich ein Video dazu gemacht. Das heißt, wenn du Fragen hast und die taugen die Fragen, dann hau raus. Ich mache gerne auch ein Video für deine Frage oder beantworte das schriftlich. Genau, wenn du was von den Sachen kaufen willst, wie ich eingangs schon gesagt habe, benutzt bitte unsere Amazon-Links, dann kriegen wir quasi ein bisschen was zurück. Du musst nichts mehr bezahlen. Wir kriegen ein bisschen Geld von Amazon dafür, für die Arbeit hier. Alles klar. Dann sage ich mal, bis bald hier im CubeTap Tonstudio. Euer Dennis Westermann. Tschick, 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 fresh.